do you say? Can you bear me when I'm naked? Guten Morgen, ihr Lieben! Willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich alleine unterwegs und ich habe was Spannendes geplant oder was Lustiges oder was Außergewöhnliches. Jedenfalls von meiner Sicht aus. Ich bin heute auf dem Harzer Naturistenstieg unterwegs. Ich werde heute eine kleine 13 Kilometer Nacktrunde laufen. Und der Start ist, meine ich, hier. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass es hier eine extra Hütte geben soll, also direkt zum Einstieg. Der Einstieg ist jetzt schon knappe 300 Meter her. Die Hütte scheint nicht mehr zu existieren. Schön, dass ihr dabei seid. Und mal gucken, was uns heute so alles erwartet. So, ich würde mal sagen, los geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy hinschicken soll. Ungewohnt, ungeschützt, aber irgendwie angenehm. Den Naturistenstieg, den gibt es seit 2010 und ist damit der erste und älteste FKK-Wanderweg in Deutschland. Es gibt wohl, glaube ich, noch einen zweiten in der Heide und ich meine noch einen dritten, aber den Namen habe ich, glaube ich, vergessen. Wir haben heute ja schönsten Sonnenschein und es sollen 28 Grad werden. Also ich bin sehr, sehr früh hierher gefahren. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich hoffe nicht. Und es sind aktuell 14 Grad. Ist doch ein leichter Windschill auf der Haut zu spüren. So. Ja, mal gespannt. So, nach anderthalb Kilometern sind wir am Aussichtspunkt. Schöne Aussicht. Wahnsinn. Und es ist wirklich schön. Gott sei Dank, das N steht für Nudistenweg und das ist die offizielle Routenführung. Ich habe eben schon bezweifelt, ob ich eine falsche Strecke rausgesucht habe. Aber alles gut, ich bewege mich im offiziellen Rahmen und im gesetzlichen Rahmen und bin jetzt etwas erleichtert. Kilometer 4, wir sind in einem wunderschönen Waldstück. Oh, der Schatten tut gut. Die Natur tut gut. Außer die ganzen kleinen Spinnenweben, die an den Beinen hängen bleiben. Man merkt wirklich jedes Krabbelfiech, sofern dann eins auf einem rumkrabbelt. Und, oh, Brennnesseln. Und ja, hier und da eine Mücke, wenn ich stehen bleibe. Also mache ich wie ein fließendes Gewässer. Puh, weiterlaufen. Den ersten mit Nacktwanderer getroffen. Der kam mir entgegen. Für mich ein gutes Zeichen. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg, weil ich mich gerade verlaufen hatte. Also sagt uns das. Mal auf Komoot gucken und hören und sich Mühe dabei auch geben.
Ja, so wie es aussieht, bin ich hier im Wald auf so ein Wildschweinfeld gelaufen. Da habe ich ein bisschen Angst und weiß nicht, ob ich weitergehen soll. Ich habe ja gehört, dass man laut sprechen soll, falls sich die Schweine in der Nähe bewegen oder befinden. Wildschwein! 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 Hier ist Obelix! Bester Tipp. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, ich bin stehen geblieben und heieiei, dachte immer noch, ich wäre noch gar nicht tot, aber so viel Fliegen, die sich dann um einen herum begeben, widerlich. Ach egal, das muss der Schweiß sein. So, oh, aber Wandern ist auch echt was. Ah, hey, so, auch geschafft. Schon eine Herausforderung. Ich meine, so mal, hier Abenteuerwandern ist das hier schon eher. Ich habe immer ein bisschen Angst hier wegen Eichhörnchen und meinen Nüssen. Deswegen immer in Schutzhütten essen. Ganz wichtig. Das war jetzt die zweite Hälfte von dem gesamten Weg und ich laufe richtig an. Der war nicht so schön ausgeschildert. Es gibt die Hinweise tatsächlich, aber sehr, sehr spärlich. Also hier ist echt Komoot oder also die Route. Ah, das war eine Brennnessel am Schienbein. Also immer Komoot oder ein anderes Navigationssystem dabei haben, einfach zur Sicherheit, damit man auch die Eingänge findet. Weil es hier ein bisschen spärlicher ist. So, aber bisher alles gut. So, hier mal ein kleiner Einblick in den Pfad, den ich gerade gehe. Ich glaube, der wurde schon lange nicht mehr genutzt. Schade. Ich denke mal, wenn die Pflanzen weiter so wachsen, ist hier ein Durchkommen fast unmöglich. Ich habe das berühmte Schild gefunden. Oh, warte mal, kommt er. Doch, ihr seht es. Ne? Ich habe es gefunden. Oh, ich dachte schon, das wurde geklaut überall. Und ja, da ist es. Harter Naturistensteg. Willst du keine Nackten sehen, darfst du hier nicht weitergehen. Yes. Nackt durch ein Bienenfeld. Das muss muss mir auch erstmal einer nachmachen hier. Nichts passiert, juhu! So ihr Lieben, ich hab's geschafft. Nach 13,5 Kilometern bin ich wieder nicht am Ausgangspunkt, aber an dem Punkt, wo ich mich umgezogen habe. Und hier werde ich mich wieder ankleiden, weil... So ihr Lieben, das war es auch schon von dem Harzer Naturistenstieg. Also ich muss sagen, es ist... Also der Stieg an sich ist eigentlich sehr schön, weil er naturverbunden ist. Dem macht es auch nichts aus, wenn da Büsche sind, Brennnesseln oder ein bisschen hohes Gras. Die erste Hälfte ist
super ausgeschildert. Die zweite Hälfte nicht so. In der ersten Hälfte ist die die Führung ein bisschen irreführend, da ich nach der Komoot-Strecke gelaufen bin, also diese 13,2 Kilometer. Wusste ich zum Glück, wo es lang ging. Alles im allen hat es sehr viel Spaß gemacht, nackig durch die Natur zu laufen. Da fühlt man sich doch mal wieder klein. Und ich habe 4 weitere Mitwanderer getroffen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Auch an das Pärchen eben. Ich hoffe, ihr habt den Weg noch gefunden. Also jeden, der dazu Lust und Laune hat, empfehle ich die Tour auf jeden Fall. Es ist was für Einmaliges hier im Harz. Und das sollte man dann schon mitgemacht haben. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wandern nicht vergessen. Bis bald. Jawohl, zurück im Auto, noch ein paar Eckdaten, bevor ich vergesse. Also, ich bin heute 14,3 Kilometer gelaufen, einen Stundenschnitt von 5,4 Stundenkilometer gehabt und bin 310 Meter hochgelaufen und nur 300 Meter runter. Das heißt, ich bin etwas oberhalb von meinem Auto angekommen und lenke das jetzt von oben, wie auch immer. Es hat Spaß gemacht, herrlich. Ich sitze jetzt hier in dem warmen Auto. Ich mache jetzt gleich die nächste Tour. Wir haben es nämlich erst 12 Uhr, also der Tag kann noch genutzt werden. Oh, und ich dachte schon, ich hätte meine Eier unterwegs vergessen. Richtig schlimm. Dabei waren die nur im Auto. Na, hell. So ein Ei ist manchmal Gold wert. Also ihr Lieben, wandern nicht vergessen. Und schön, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt. Ciao. Ei.